Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Still Life. Ich muss gestehen, ich habe es nachgeguckt. Ich habe circa 3 Stunden rumprobiert und bin nicht drauf gekommen. Und ganz ehrlich, privat würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger pfriemeln und probieren, aber für ein Let's Play, wir wollen hier vorankommen, wir müssen auch weiterkommen, dass ich nicht in Rückstand gerate und ihr wieder Wartezeiten habt bei den Parts, bis mal was Neues kommt. Es bringt nichts und ihr wollt sicher nicht ewig immer nur auf dieses eine Rätsel starren und gucken, wie ich mich hier abmühe. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber hier einmal mit Lösung, weil nein, ich tue euch das nicht an. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Nein, Junge, kannst du nicht. So, Dietriche. Und ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich auch nicht drauf kommen. Auch mit Rumprobieren ist das ein Riesenzufall, wenn man es dann doch rauskriegt. Deswegen, ganz so gut bin ich dann doch nicht in logischem Denken und Kombinieren und so. Jetzt also mit Lösung. Nummer 1. Rechtsklick, dann den. So, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen konzentrieren. Die 3. Ah, das war schon falsch. Klasse. Dann nimmt sie schon eine Lösung und dann macht sie es falsch. So. Deswegen nicht wundern, wenn ich erstmal ein bisschen schweige. Aber ich muss ja erst mal denken. 6. So. Offen ist die Tür, wir können rein, wir können weiterspielen und uns weiter von der Story gefangen nehmen lassen. Und ganz ehrlich, wie gesagt, nehmt es mir übel oder nicht, aber für ein Let's Play ist ewiges Rumprobieren durchaus ungeeignet und ich wäre da nie drauf gekommen. Die goldenen und die roten muss man so miteinander kombinieren, da blockiert das vorne das hinten. Ich dachte, durch die farbliche Sortierung, da ist jede Farbgruppe für sich zu machen. Und eh da bei mir irgendwann mal der Groschen gefallen wäre, also der hatte einen sehr, sehr guten Fallschirm. Ja, egal. Wir versuchen es so weit wie möglich, auch für zukünftige Projekte kann ich das vielleicht noch sagen. So weit wie möglich versuche ich allein voranzukommen, aber wenn ich partout hänge an irgendeiner Stelle, dann springe ich da über meinen Schatten, über meinen Stolz und guck halt doch mal nach. Ist ja schließlich keine Schande, wenn man sagt, ich kann es nicht, ich kapiere es nicht, ist mir zu schwer. Trotzdem tut das dem Spiel keinen Abbruch. Und wir sammeln hier mal fleißig Dinge ein.
Was ich noch gucken wollte. Gut, die Dietriche sind weg. So ein Rätsel wird also nicht nochmal kommen. Sehr schön. Haben wir neue Dokumente? Ich habe lange nicht mehr... sehr lange nicht mehr gespielt, das muss ich sagen. Wir haben neue Dokumente. Haben wir auch hier neues? Bis wohin hatten wir denn gelesen? Das ist die gute Frage. Ich würde gerne erstmal uns hier wieder auf den neuesten Stand bringen bei den Dingen. Das hatten wir, genau, über die Fladana. Und das hatten wir, Skalnik. Skalnik, ein Unikum. Ich glaube, hier müssen wir wieder einsetzen. Und nun benimmt sich Skalnik so, wie Leute seiner Art es normalerweise mit Personen meines Berufsstands zu tun pflegen. Er macht seinen Mund überhaupt nicht mehr auf. Ich hätte wissen müssen, dass die Zusammenarbeit nicht von Dauer ist, aber das macht nichts. Wenn er glaubt, er wäre besser als ich, dann wird er schon bald sehen, dass er mich unterschätzt. Spekulationen und ein abgebranntes Waisenhaus. Die Opfer des Mörders sind alle Prostituierte. Hat er etwas gegen sie? Er scheint mit Methode vorzugehen. Vielleicht hasst er einfach Frauen und solche aus dem Rotlichtmilieu sind die leichtesten Opfer für ihn. Alles, was er tut, ist ein Hinweis. Und je mehr ich herausfinden kann, umso näher komme ich meinem Ziel, diesen Hurensohn festzunageln. Ich kann nicht sagen, was schlimmer ist, damit zu rechnen, dass etwas schlimm ausgeht oder recht zu haben, wenn es eintritt. Das Waisenhaus. Ich wusste, dass es mich wieder verfolgen würde. Zuerst der mysteriöse Kutscher, dann Stasek und jetzt stellt sich heraus, dass dort einer der Morde stattgefunden hat. Die Schlampe weiß es. Ich hasse es, dieser Art von Spuren zu folgen, da die Nachricht, die Schlampe weiß es, erst kürzlich eingeritzt worden ist, vermute ich, dass der Mörder ein Spielchen mit mir treibt. Mir bleibt keine andere Wahl, als mitzuspielen. Solange ich mir der Falle bewusst bin, in die er mich locken will, wird schon alles gut gehen. Ja, hoffentlich, Junge, hoffentlich. Der will, dass du wahrscheinlich als Täter dastehst, was ja in der Gegenwart, sag ich jetzt mal, bei Victoria McPherson, der Student, auch darlegen möchte. Die Verschleierung. Es ist eine Sache, wenn man einen Mord nicht richtig untersucht, aber wenn man Beweismaterial wegwirft, geht das ein bisschen weit. Es scheint so, dass jedes Mal, wenn Skalniks Name auftaucht, er ein bisschen mehr Dreck am Stecken hat. Was hat er nur vor? Ein Freund namens Peter. Es ist solch eine Erleichterung, Peter nun auf meiner Seite zu haben. Er stellt nun keine Fragen mehr und ich muss ihn nicht mal überreden, damit er mir hilft. Mark Ackerman, Buch über Okkultismus. Ich bin auch nicht sonderlich erfreut darüber, dass Ida für Ackerman Modell gestanden hat. Aber sei doch mal ehrlich zu dir selbst, Gus. Geht es darum, dass Ackerman ein Widerling ist oder einfach nur um Eifersucht? Vor allem jetzt, da sie dir verraten hat, dass sie von dir schwanger ist. Gut, wir haben ein Buch über Okkultismus. Muss auch neu sein. Anleitung zum Schloss knacken. Büro des Leichenbeschauers. Annika Witti, Gutachten. Der Tod ist auf die durchgeschnittene Kehle zurückzuführen. Luftröhre und Halsschlagader wurden mit einem einzigen tiefen Hieb mit einem äußerst scharfen Messer schwer verletzt. Das Fehlen von Wunden, die auf Widerstand zurückzuführen wären, lässt vermuten, dass die Tote von hinten gepackt und ihr die Kehle durchgeschnitten wurde, bevor sie die Chance hatte zu reagieren. Anschließend wurde mehrfach mit einem Messer auf das Opfer eingestochen, bevor es aufgeschlitzt wurde. Der Zustand des Körpers und das Blutaufkommen am Fundort der Leiche weisen darauf hin, dass das Opfer an Ort und Stelle getötet wurde. Ich weiß jetzt nicht, wir hatten schon einen gelesen, ja, aber... es kann sogar der hier gewesen sein. Neue Füllungen in den Zähnen, wie sie typisch für die italienische Zahnmedizin sind, weisen darauf hin, dass das Mädchen gereist war. Möglicherweise in Begleitung eines unbekannten Kunden. Das Opfer war als Prostituierte bekannt. Dies wird als ungesetzlich herbeigeführter Tod eingestuft. Dr. Emil Corona, Leichenbeschauer. Untersuchungsbericht. Ich war auf meinem Weg nach Hause und hatte die Nacht im Büro verbracht und ging dabei durch den Victor Park. In den frühen Morgenstunden entdeckte ich die Leiche einer jungen Frau, die halb geköpft und aufgeschlitzt war. Sie lag vor einer Statue. Der Frau konnte offensichtlich nicht mehr geholfen werden und so suchte ich die Gegend nach Hinweisen ab, bevor ich Polizeibeamte anforderte, um die Umgebung nach Zeugen zu durchkämmen und die Leiche wegzubringen. Genau, ich glaube, den hatten wir schon gelesen. Entschuldigung, dass ich das jetzt nochmal getan habe. Dadurch, dass ich zwei Projekte parallel aufnehme, wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert. Da bleibt dann teilweise auch mal was auf der Strecke.
mein Erinnerungsvermögen ist nicht das Beste. Die anderen fehlen uns auf jeden Fall noch, die wir uns jetzt noch angucken, glaube ich. Gut, Nadia Burkowski, Gutachten. Tod aufgrund mehrerer Messerstiche, gefolgt von Aufschlitzung mit einer langen, extrem scharfen Klinge, möglicherweise ein Fleischer- oder Jagdmesser. Die Aufschlitzung wurde nach Eintritt des Todes vorgenommen. Tiefe Schnitte an den Händen und Unterarmen des Opfers sind Anzeichen dafür, dass das Opfer versucht hat, sich zu verteidigen. Das Fehlen von Blut am Fundort der Leiche weist darauf hin, dass das Opfer woanders ermordet wurde und dann erst zum Fundort gebracht wurde. Das Opfer war als Prostituierte bekannt, dies wird als ein ungesetzlich herbeigeführter Tod eingestuft. So, hier steht nichts weiter. Burkowski, Nadia, untersuchender Beamter, Inspektor Skalnik mit Hilfe des Beamten Stasek. Bericht. Ich wurde vom Beamten Stasek kontaktiert und begab mich daraufhin zum Tatort. Das Opfer, das aufgeschlitzt worden war, wurde auf einer Bank am Fundament der Karlsbrücke aufgefunden. Die Tote, die als Prostituierte bekannt war, schien bereits einige Stunden tot zu sein. Da kaum Blut an der Fundstelle vorzufinden war, lässt sich der Schluss ziehen, dass das Opfer erst nach dessen Ermordung dorthin gebracht wurde. Ich konnte keine brauchbaren Schuhabdrücke in der Umgebung finden. Die Tote wurde ausgeraubt, ob vom Mörder oder von einem späteren Dieb ist noch nicht erkennbar. Zeugen. Anton Bibel, ein örtlicher Metzger, fand die Leiche und meldete sie dem Beamten Stasek. Er gilt als verdächtig und ist deshalb in Untersuchungshaft. Otto Kubina, ein bekannter Zuhälter, hat das Opfer identifiziert. Er wird aufgrund des fehlenden Motivs derzeit nicht als Verdächtiger angesehen. Okay. Ein Metzger. Mal sehen, ob wir mit dem dann irgendwann auch noch zu tun bekommen, mit ihm reden müssen. So, abgebranntes Viertel. Katharina Bulgari, Gutachten. Das Mädchen ist an einer Reihe von schweren Verletzungen gestorben, die ihr von einem langen, scharfen Messer zugefügt wurden und in deren Folge sie aufgeschlitzt wurde. Die Messerwunden nach Eintritt des Todes weisen nicht darauf hin, dass der Mörder über medizinische Kenntnisse oder Schlachterfahrung verfügt. Die Abwesenheit von Blut am Fundort der Leiche weist darauf hin, dass das Opfer woanders getötet und dann in der Nähe der abgebrannten Gebäude abgelegt wurde. Hier fehlt was. Ähnlichkeiten in Bezug auf die Mordvorgehensweise führen zu der Annahme, dass dieses Mädchen von der oder den gleichen Personen getötet wurde wie Nadia Burkowski. Siehe Autopsiebericht Nummer 1179. Dies ist als ungesetzlich herbeigeführter Tod zu bewerten. Hier steht gar nicht, dass sie als Prostituierte eingestuft ist. So, Stasek, sein Bericht. Ich war gerade auf Streife, als ich ungefähr um Mitternacht in den Ruinen des St. Drogo-Waisenhauses auf etwas stieß. Ich fand die Leiche einer jungen Frau, die mit einem Messer getötet worden war. Viele Stichwunden. Das Opfer war aufgeschlitzt wie von einem Schlachter. Es war nicht viel Blut zu sehen. Dieser Mord ist schrecklich. Vielleicht war das Opfer ein Waisenmädchen hier, bevor das Gebäude abgebrannt ist. Keine Zeugen vorhanden, um die Leiche zu identifizieren. Ich war bereits gegen 21 Uhr dort vorbeigekommen und bin mir sicher, dass das Mädchen zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Zeugen keine. Ach so, also ist die gar keine von diesen leichten Mädchen. Im abgebrannten Viertel. Und das erste Opfer, bekannt als Sascha. Bericht von Skalnik. Der Beamte Stasek weckte mich in den frühen Morgenstunden. Er informierte mich über eine ermordete junge Frau. Wir begaben uns sofort zum Tatort, eine Gasse im Perlovka-Viertel. Ich war sehr enttäuscht, feststellen zu müssen, dass das Opfer nur eine gewöhnliche Straßenhure war. Es schien, dass der Beamte Stasek leicht zu beeindrucken ist und dieses unbedeutende Ereignis unnötigerweise aufbauschte. Boah, der ist ja wirklich Frauen zweiter Klasse für ihn, oder was? Dies war wahrscheinlich eine Botschaft von Otto Kubinas Männern. Ich habe jedoch noch nie zuvor solch eine brutale Botschaft gesehen. Die Frau war aufgeschlitzt worden und wies mehrere Stichwunden auf. Dies erschien mir selbst für Kubina zu exzessiv. Die rechte Hand des Opfers umschloss einen seltsamen Ring. Ich schickte ihn dem örtlichen Juwelier in der Hoffnung, er könne etwas herausfinden und mir möglicherweise einen wichtigen Hinweis auf den Mörder geben. Leider verlegte der Juwelier den Ring und versicherte mir später, dass er unauffindbar sei. Zeugen Ida Skalikova fand das Opfer und informierte den Beamten Stasek. Unsere Ida. Okay, haben wir es gelesen. Buch über Okkultismus. Auszug aus dem Tagebuch, wo haben wir denn das eingesammelt? Von Winthrop Hedley Auer. Aber ich war so durch fantastische Vorstellungen verwirrt, dass ich im Nachhinein glaube, dass es nur ein paar Minuten gewesen sein konnten. Sogar in diesem benebelten Zustand konnte ich den Schluss ziehen, dass im Wermut eine Art Narkotisierungsmittel sein musste, der diese Wirkung hervorrufen sollte. Wir kamen dann in einen Glasbereich, wo mich eine leichte Hand auf einem gewundenen Weg entlang führte, der schon fast kreisförmig zu sein schien.
aber auch ein paar scharfe Biegungen enthielt. Anfangs versuchte ich noch, die Anzahl der Biegungen zu zählen, aber ich verlor bald schon den Überblick wegen dem Geflüstere um mich herum, von dem ich nicht viel verstand. Außer, dass es eine Art rhythmischer Gesang war. Ich konnte keine genauen Worte verstehen. Oh Gott, was ist das denn? Auf diese Weise konnte man mich komplett orientierungslos machen. Mein Geist sprang kontinuierlich von einem Gedanken zum nächsten. Und die Klänge, die ich wahrnahm, trugen nur noch mehr zum Chaos bei. Und als ich am Ende des Weges ankam, auf dem man mich führte, konnte ich überhaupt nicht mehr beurteilen, wie weit ich in eine bestimmte Richtung gegangen war. Sowohl Körper als auch Geist waren vollkommen verwirrt. Plötzlich hörte ich den unpassenden Klang eines Klaviers irgendwo in der Nähe. Die Hand ließ meinen Arm los und ich lief auf die Musik zu. Ich ging dabei über ein paar Stufen und eine flache Oberfläche aus kaltem Stein. Ich kam in einem Raum, in dem die klimpernden Klaviertöne von den Wänden zurückgeworfen wurden. Eine gedämpfte Stimme dirigierte mich bis zu einem Raum, den ich, als meine Augenbinde abgenommen wurde, als einen geschmückten Festsaal identifizierte, zu dem ich durch einen Innenhof gelangt war. Als meine Arme wieder entfesselt wurden und ich an meinen Handgelenken rieb, blickte ich umher, um zu sehen, was als nächstes kommen könnte. Die Einrichtung war im Stil wie jeder andere High-Society-Festsaal, einschließlich eines Porträts ihrer Majestät, die abschätzig auf uns niederblickte. Der Unterschied war, dass sich eine ungewöhnliche Anzahl von Leuchtern an den Wänden befand und natürlich das düstere Porträt eines Mannes, das hinter dem Klavier hing. Aber natürlich wären diese Unterschiede den meisten Leuten nicht aufgefallen. Wenn ich die Personen im Raum erst jetzt beschreibe, dann aus dem einfachen Grund, dass die bloße Erinnerung an ihr Aussehen mir einen kalten Schauder über den Rücken jagt. Wo haben wir dieses Buch eingesammelt, Leute? Stammt das auch aus dem Büro von Skalnik oder... Ja, ich wüsste es nicht, woher, aber... Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine interessante Lektüre. Es waren alles Männer, die komplett schwarz gekleidet waren und cremefarbene Masken trugen. Todesser? Entschuldigung, ich spiele parallel Harry Potter, wie ihr wisst. Die denen der Commedia dell'arte ähnelten. Commedia dell'arte. Die Masken waren ausdruckslos, das heißt, sie hatten nur Löcher für die Augen und Schlitze für die Nasenlöcher, wodurch sie so neutral aussahen, dass sie mich an den Tod oder an das Jenseits denken ließen. Sie hielten sich an den Händen und bildeten einen Kreis. Ich stand in der Mitte. Ich war so stark beeindruckt, dass ich die auf dem Boden liegende nackte schwarze Frau erst bemerkte, als ich sie mit meinem Fuß berührte. Zuerst glaubte ich, sie sei tot, aber es waren keine Spuren der Gewalt an ihr zu erkennen. Und dann sah ich ihren Hals sich leicht bewegen. Obwohl Masken und schwarz gekleidet, das sind beide Mörder, also sowohl bei Gus als auch bei Victoria auch, oder? Die sehen sehr fein gekleidet aus und tragen weiße Masken. Und Frauen in der Mitte als Opfer. Könnte also auch irgendein okkultes Ritual sein. Ich dachte, sie sei in einer Art narkotisch herbeigeführtem Schlummer. Einer der Männer fing an zu sprechen, aber ich kann nicht sagen, wer es war, da die Stimme aus verschiedenen Richtungen zu kommen schien und ich natürlich keine Lippen sah. Und immer wenn ich dachte, ich hätte die Stimme lokalisiert, schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen. Man sagte mir, dass wenn in dieser Nacht der Schleier am dünnsten wäre, ich dazu auserwählt sei, eins mit den anderen im Kreis zu werden, um ihn zu empfangen. Und genauso wie die anderen es getan haben. Ich konnte nicht mehr herausfinden, was er damit meinte, da mich etwas an der Schulter berührte und meine Haut plötzlich ganz schnell warm und dann heiß wurde und mein Kopf sich mit Geräuschen, Lichtern und einem anderen Gefühl füllte. Ich erinnere mich an nichts weiter als an diese Nacht. Ich wachte wieder zu Hause in meinem Bett auf, immer noch nackt, aber ohne Spuren von Schlamm oder Erde an meinem Körper, die einen Hinweis auf die Ereignisse des Vorabends hätten geben können. Das dachte ich zumindest, bis ich unter zwei Fingernägeln hellbraune Flecken feststellte, die nicht von Erde stammten. An der Unterseite meines linken Handgelenks war ein schwacher, rötlicher Abdruck, der aussah wie... Wie? Hallo und weiter? Da bricht das Tagebuch ab. Gut, keine Ahnung, wo wir das eingesammelt haben. Auf jeden Fall sehr interessant. Es könnte was mit unserem Fall zu tun haben. Man weiß es nicht. Ich konnte hier eben was mitnehmen und jetzt nicht mehr. Oder war das das Buch? Ich dachte, es waren hier die Pinsel. Na gut, dem Maler würde ich aber zutrauen, dass der auch ein Handbuch über Okkultismus hat. So. Die Links erkenne ich nicht, aber die Rechts kenne ich umso besser. Jeder hat mir nie gesagt, dass er für ihn Modell bestanden hat. Aber hast du das nicht... Okay, das ist Ida und eine, die er nicht kennt.
Die linke erinnert mich an Franziska, aber die rechte kenne ich nicht. Franziska, die Frage ist, ist das hier Farbe oder ist das Blut, die roten Flecken? Und hier ist noch eins. Links ist Vladana und Apollinas Bild ist nun auch fertig. Die Farbe trocknet noch. Die Farbe trocknet noch, aber warum ist hinter den Bildern so was Rotes an den Wänden? Leute, Leute, Leute. Das gefällt mir nicht. Da hängen Seile runter. Hier liegen die dann wohl und regeln sich, die Damen. Eine Leiter? Nee, irgendwas Kleines können wir hier mitnehmen. Mr. Ackermann, Ihr Verhalten ist finanziell nicht mehr tragbar. Ihr Vater gibt sein Amt als Botschafter auf. Sie kehren in Kürze mit ihm nach Amerika zurück. Packen Sie Ihre Sachen. Patrick Bell, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Okay. Wir haben Notizen erhalten. Mehr auch nicht, wie es aussieht. Bells Telegramm, genau, das haben wir vorgelesen bekommen. Ihr Verhalten ist nicht länger tragbar. Dabei tut er so, als würde er nur malen. Mark Ackermann, Bells Telegramm. Wenn man anfängt, Steine umzudrehen, kommt allerlei Getier darunter hervorgekrochen. Und Ackermann scheint zunehmend unheimlicher zu werden. In Bells Telegramm wird sein Verhalten erwähnt. Was er wohl damit meint? Vielleicht sollte ich Skynik einen Besuch abstatten. Er ist bestimmt der Grund dafür, dass Ackermanns Verhalten finanziell nicht mehr tragbar ist. Okay, Skynik. Nun gut, dann tun wir das mal. Hauptsache, wir werden jetzt hier nicht erwischt, wenn wir rauskommen. Nein, gut.